Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Ich habe mal wieder etwas zugeschickt bekommen und zwar von den Raw-Power-Jungs und Mädels. Wir erinnern uns, die hatten schon mal bei mir angefragt und haben mir den 7800er externen Akku geschickt. Und der ist ja nicht ganz so gut bei mir wegbekommen. Da bin ich ja auch keiner, der dann sagt, nur weil er gratis Zeug bekommt, ich lobe das Zeug dann über den Klee. Nee, so ist es nicht. Der hat ja schon seine Macken, beziehungsweise nicht so die ganz mäßig große Power, die versprochen wurde. So, und trotzdem gehen die Raw Power Leute hin und sagen, okay, das war ein faires Review, hast du nett gemacht, aber wir glauben an unsere Produkte und deswegen schicken wir dir jetzt nochmal eine größere Ladung zu und die testest du bitte genauso objektiv und ausführlich, wie du das mit unserem kleinen Akku gemacht hast. So, wir haben eine Box voller Spielsachen für das Technik-Faul hier und die natürlich dann alle in den großen Verlosungstopf sehr wahrscheinlich gehen werden. Na, fangen wir mal links an. Zum einen ein 4-Port USB 3.0 Hub. Klar, extra Stromversorgung wahrscheinlich nochmal mit dabei, damit auch genug Power drauf ist. Genau, da haben wir es. Netzstecker für mehr Power, 4 USB-Ports, 3.0er und das wäre es up to 5 GBPS. Gut. Da bin ich ja auch mal sehr gespannt. So, dann gibt es aber auch noch einen Wireless Charger, also diese Qi-Standard-Dinger, sprich für euer Nexus 4 oder die neuen Nexus 7 Tablets von Google. Und da freue ich mich ja natürlich gerade richtig einen Keks. Keine Ahnung, warum jetzt hinten iPhones abgebildet sind, die das ja nicht unterstützen, vielleicht dann noch mit einer speziellen Hülle oder sonst was, aber da lese ich mich dann mal ein, was Raw Power da empfiehlt und vorschlägt, aber zumindest bei den Nexus-Geräten klappt das ja und direkt von Haus aus beim Galaxy S4 oder beim S3, glaube ich, mit einer separaten Rückseite nochmal dazu, die Nokia Lumia-Dinger sowieso, zumindest einige. Da freue ich mich ja sehr, sehr, sehr. Ich habe mir ja immer ein Auge auf dieses Qi-Laden, drahtlose Laden geworfen, bin aber jetzt noch nie dazu gekommen. Und ja, da freue ich mich doch ja jetzt mal sehr, sehr, sehr. So, und dann noch zwei Dinger. Haben wir einmal Dynamo on the go. Ein zusätzlicher, wieder ein externer Akku. 1400 mAh. Leistung, super, in der Farbe, die gibt es ja auch in unterschiedlichen Farben, ne? Kann man glaube ich nicht sehen, bin ich ja sehr gespannt, noch nichts zu sehen und dann gibt es nochmal und noch einen, zwei externe Akkus, also da könnt ihr euch, also vielen lieben Dank hier nochmal an die Leute von Powerbank, nicht Powerbank, Raw Power, ich lese hier wieder die Powerbank, deswegen also an Raw Power, da bin ich doch mal baff. Und ihr könnt euch natürlich dann auf eine dicke Verlosungsrunde gespannt machen, die dann auch demnächst kommt. Sehr, 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 sehr cool. Da freue ich mich jetzt gerade mal an Keks und nur mal so als Hinweis, es lohnt sich, auch wenn ihr Zeug zugeschickt bekommt, dann doch auch mal ein bisschen kritischer zu sein. Da bekommt ihr sie dann auch nicht drüber von Herstellern, sag ich mal, die an ihre Produkte glauben und es ernsthaft meinen. So, vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich auf eine ganze neue Videoreihe. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.